hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ich bin wieder unterwegs auf Reportereinsatz für Sie und wo ich bin, das erfahren Sie nach dem Intro. Ein schwerer Verkehrsunfall am Samstag, den 7. November 2020, hat sich gegen 14.25 Uhr auf der Bundesstraße 317 Höhe Schopfheim-Wieks ereignet. Nach Mitteilung der Polizei bog ein 92-jähriger Pkw-Fahrer von Schopfheim-Komm nach links auf die B317 in Richtung Zell ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 40-jährigen Pkw-Fahrers. Beim Zusammenstoß wurden beide Pkw-Fahrer schwer verletzt. Die 81-jährige Beifahrerin im Verursacherfahrzeug wurde ebenso leicht verletzt wie die 69-jährige Beifahrerin und die 37-jährige Mitinsassin im anderen Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von insgesamt 12.000 Euro. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch der in Basel stationierte Rettungshubschrauber Rega 2 und die Freiwillige Feuerwehr Schopfheim. Die Bundesstraße 317 war während des Einsatzes bis ca. 16.05 Uhr voll gesperrt. Die Verkehrspolizeiinspektion Weil am Rhein hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Eventuelle Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, möchten sich bitte melden. Die Kontaktdaten finden Sie in der Videobeschreibung. Danke fürs Dabeisein und weg bin ich.